Nemesis ist wieder da. Wir haben auf dem Global unseren allerersten Rerun-Banner bekommen. Jetzt stellt ihr euch die verzwickte Frage, ob ihr auf Nemesis pullen sollt. Ich erkläre euch, was für und was gegen sie spricht, in welchem Team man sie braucht und ob sie und ihre Matrizen auch noch in der Zukunft nützlich sein werden. Zuallererst möchte ich euch natürlich nochmal wieder daran erinnern, dass ihr nicht der Meta hinterherlaufen müsst. Spielt das, was euch Spaß macht. Im Solo-Content wie Hauptquests und so weiter kommt ihr auch gut alleine durch und im Team-Content müsst ihr nicht beim Damage-Graphen derjenige sein, der am meisten Damage gedrückt hat oder MVP ist. Davon abgesehen möchte ich euch meine Sichtweise noch vorab erklären. Denn ich bin Vault Main und besitze derzeit eine Nemesis S1 und werde definitiv nicht auf Nemesis Rerun Banner pullen. Mein zukünftiges Team wird aus Fenrir, Lin und irgendeiner dritten Waffe bestehen. Aber da hat Nemesis keinen Platz und wird in meinem Team ersetzt. Denn Fenrir kann sich selbst healen. Das ist mein persönliches Team als Beispiel, doch es gibt viele Variationen. Derzeit ist Nemesis eine unglaublich wichtige Waffe für ein Vault Team. Sie hat Vault-Resonanz, kann healen, macht etwas Sub-Damage, also in einem Team mit einer Vault-Main-Damage-Waffe wie Crow oder Samir zusammen mit Lin oder einem Schildzertrümmer-Waffe ein rundum super Vault-Team. Also wenn ihr auch zukünftig bei so einem Team bleiben wollt, dann könnt ihr auf Nemesis pullen, falls sie euch noch komplett fehlt oder sie noch auf S1 bringen müsst, denn dann stellt ihre Fähigkeit einen Turm auf oder auf S6, da kann sie sogar 2 aufstellen. Bleibt ihr bei diesem Team, werdet ihr allerdings in der Zukunft outdamaged. Denn es werden andere Vault-Waffen folgen, die mehr Schaden verursachen werden. Nun blicken wir mal in die Zukunft. Und da muss ich vorab erwähnen, dass der nächste Banner ein Doppelbanner mit Lyra und Tian Lang sein wird. Das bedeutet, die Waffen kommen alle schneller als gedacht. Vielleicht wird es sogar zukünftig noch ein Doppelbanner mit Fenrir und Umi geben, das ist aber nur Spekulation. Das bedeutet, dass Waffen, die eigentlich stark sind und auf die man gepullt hätte, schneller outdated sind, weil neue Waffen schneller nachkommen. Man muss derzeit gucken, welche Waffen am langlebigsten sind. Das 2.2 Update gibt keine dunklen Kristalle und auch das 2.3 Update gibt keine dunklen Kristalle bei der Erkundung. Da wir eher Veron und Mira Coins erhalten werden. Heißt, wir bekommen kaum dunkle Kristalle außer durch Events, aber bekommen viele Waffenbanner in kurzer Zeit. Daher haben wir als Free-to-Play nicht die Möglichkeit, immer den neuesten, besten Char zu pullen, sondern müssen manche auslassen, da die Banner so schnell kommen. Man hat nicht mehr so lange was von den nächstbesten Waffe, da die übernächste beste Waffe schon kommt und man keine dunklen Kristalle hat. Daher ist es etwas schlauer, die übernächste oder die überübernächste beste Waffe zu pullen und zu warten, bis wir mit CN aufgeschlossen haben und die Waffen wieder langsamer kommen und wir mehr dunkle Kristalle farmen konnten. Das heißt nicht, dass die Waffe, die jetzt direkt kommen, schlechter sind oder schlechter als gedacht. Sie werden nur schneller eingeholt von neuem Content, weil sie eben wollen, dass wir in 2 Monaten mit CN gleich sind, heißt auf dem 2.4 Update sind, mit den neuen Waffen Lan, Icarus, Fiona und dann kommt auch schon 3.0. Daher empfehlen viele derzeit, alle Waffen zu skippen, bis wir bei 2.4 angekommen sind. Ausnahmen sind da Alice für ein Ice-Team, da ihr S1 in einem Ice-Team sehr viel DPS raushaut, sowie Fenrir, da sie die Balance-Resonanz auf dem CN hat und somit Regenbogen-Teams unterstützt, und Lyra für ein Support-Team eventuell auch noch. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das müsst ihr bei Folgendem im Hinterkopf behalten. Langlebig ist nämlich zum Beispiel ein Heal-Team oder ein Tank-Team als Free-to-Play und hier bietet sich Nemesis als Healer an. Daher würde ich für ein Heal-Team Nemesis S1 empfehlen können. Doch Lyra kommt am 22.12. Für sie sollte man für ein Support-Team auch noch dunkle Kristalle übrig haben. Oder sogar Nemesis gegenüber vorziehen, kommt darauf an, wie sie auf dem Global angepasst wurde. Dies bleibt erstmal abzuwarten, also erstmal warten bis zum 22.12., um dann Nemesis mit Lyra vergleichen zu können. Aber für ein Heal-Team ist Nemesis definitiv nützlich. In einem zukünftigen Vault-Damage-Team hat Nemesis eigentlich keinen Platz. Da spielt man eher Fenrir, Lin und eine dritte Waffe wie Tian Lang, der jetzt auch bald kommt, den ich aber persönlich gar nicht mag, daher für mich ein klarer Skip, denn man kann mit Fenrir und Lin auch ein Regenbogenteam spielen und dahin geht die Meta ab 2.4 sowieso. Das bedeutet 3 Waffen von unterschiedlichem Element, daher wäre meine dritte Waffe entweder Saki S1 für den Skill Reset oder Claudia S1 für den Damage Buff. Allerdings könnte man Nemesis S6 zu Fenrir und Lin spielen, da sie auf S6 2 Elektroden gleichzeitig aufstellen kann, was den Damage um 5 plus Anzahl der Elektroden, also 2, mal 5 verstärkt. Dies wäre dann 35% mehr Damage
was gut ist. Doch ich habe als Free-to-Play nicht genug dunkle Kristalle, um Nemesis jetzt in ihrem Rerun S6 zu pullen und dann Fenrir S1 oder S3, denn sie könnte bereits um März herum oder sogar früher bereits kommen und wie gesagt, mit den nächsten Updates gibt es wahrscheinlich kaum dunkle Kristalle. Auch wenn sie uns zu den Feiertagen jetzt versprochen haben, dass es viele, viele Kristalle geben wird, doch wie viele genau haben sie nicht gesagt. Ich gehe daher auf Nummer sicher und pulle Nemesis jetzt nicht auf S6. Außerdem möchte ich noch erwähnen, dass Nemesis in den Standard-Banner kommen kann. Das Gerücht hält sich wacker, dass die roten Banner 6 Monate nach Beenden in den Standard-Banner-Pool aufgenommen werden. Also Nemesis kommt nach dem Rerun nicht in den Standard-Banner wahrscheinlich, denn 6 Monate nach Beenden ihres Banners bedeutet, dass sie erst im Februar in den Standard-Banner kommen sollte. Und wir haben noch kein Februar. Sie wird aber definitiv in den Standard-Banner irgendwann aufgenommen, da bei Lynns Banner stand, dass Lynn nicht in den Standard-Banner kommt. Heißt im Umkehrschluss, bei den roten Bannern, wo diese Warnung nicht dran steht, ist es eigentlich sehr sicher, dass sie in den Standardbanner kommen werden. Also keine Panik. Wenn es soweit ist, kann man sie also auch mit Glück bei den Goldpuls erhalten. Und die Goldpuls bekommt man bei den nächsten Updates wieder beim Erkunden. Zudem kann man sie, wenn man sie bereits besitzt, als Duplikat im Waffenshop mit Schwarzgold dann einfach kaufen. Ihre Matrizen würde ich aber definitiv jetzt nicht pullen, denn in der Zukunft wird es wahrscheinlich fast nur noch Matrizen geben, die im Hintergrund funktionieren. Das heißt, egal auf welcher Waffe sie sich befinden, sie sind immer aktiv und zählen für die Waffe, die man gerade in der Hand hält. Und darauf sollte man sich fokussieren. Ein kleiner Tipp, Fenris Matrizen eignen sich sehr, sehr gut, falls sie nicht stark verändert werden. Ich zumindest spare derzeit nur auf Fenris Matrizen. Die sind nämlich für komplett alle Waffen und alle Teams nützlich, wie die von Crow. Die von Fenrir sind aber auch noch im Hintergrund aktiv. Also mega gut für alles. Und auch ein Tipp für Free-to-Play-Spieler. Am Ende bleibt es euch überlassen, ob ihr Nemesis in eurem Team braucht oder ob ihr sie euch leisten könnt, ohne Abstriche in der Zukunft machen zu müssen. Ich werde sie auf jeden Fall skippen, obwohl ich immer dachte, dass ich sie bei einem Rerun definitiv pullen werde. Doch da wusste ich noch nicht, dass die Banner so schnell kommen werden, dass es Fenrir geben wird und Nemesis in den Standard-Banner kommen kann. Zudem plane ich derzeit noch nicht, auf ein Heal-Team umzuschwenken. Wenn ihr Nemesis aber mögt, liebt und sie euch derzeit auf S6 leisten könnt, ohne in der Zukunft dann leer auszugehen, dann pullt sie. Ansonsten würde ich eher davon abraten, außer ihr seid ein Heal-Team. Mehr Infos bei mir auf Twitch oder lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen.